Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Black Flag. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Letzte Folge war ja ein bisschen traurig, dramatisch. Auf jeden Fall ist der Falsche gestorben. Mit Mary oder James Kidd haben wir ja wirklich einen Freund verloren. Aber okay, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es soll ja weitergehen. Wir haben die Assassinenrüstung gekriegt oder eine Assassinenrüstung. Mal sehen. Wir haben sie eigentlich nicht verdient. Er hat sie uns trotzdem gegeben. Schauen wir mal, wie es aussieht. Vermutlich ist dieselbe, oder? Lass mal einen saufen. Und schmutzige Lieder singen. Sag ich ja. Vollbrett. Wer? Eine Flasche. Da will ich erstmal was sehen. Ui, danke. Wird das reich? In all den Jahren hast du nie das erreicht, was ich in einem Fünftel der Zeit geschafft habe. Weil du ein guter Mann bist, Edward. Siehst du? Güte ist eine Krankheit. Das gehört mir, Robert. Gib es her! Kennst du noch mein Credo? Ein kurzes und fröhliches Leben, das ist alles. Die Welt schuldet uns nicht mehr als das. Also nimm dir, was du willst und stirb, bevor du miterlebst, wie man dich zum Narren macht. Gib es her. So ist recht, Junge, nimm es. Ich zertrete dich, Male. Ich schlitz dich auf. Absolut in der Lage zu kämpfen. Ruhig, kleines Hündchen. Kriech zurück in deine dreckige Hütte. Du bist meinem Irrsinn nicht im geringsten gewachsen. Robert! Blackbeard? Honeygold, alle hier? Willkommen an Bord, Kenway. Beute, Plünderung und Abenteuer liegen vor uns. Bist du dabei? Aus dem Weg, Ben! Heb das Glas auf die Freiheit! Auf alle Herren Glücksritter und alle Damen der Muße. Und auf eine Welt voller Lunken, die besser sind als alle Könige und Königinnen. Als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Freude und Genuss, Freiheit und Macht. Hey. Welcher Mann bei klarem Verstand würde das alte Leben wählen? Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur denn ein einfacher Mann zu sein. Scheiße. Wow. Seine Kreise zog, der stürzte sich aus der Luft herab auf ein Lamm, packte es und trug es fort zu seinem Nest. Ganz in der Nähe hatte das eine Dohle beobachtet und bildete sich ein, dass sie genauso stark und geschickt wäre. Also mit viel Geflatter und Federgerassel senkte sich die Dohle eilig herab und griff nach dem Fell eines großen Widders. Aber als sie versuchte davonzufliegen, merkte sie, dass sie nicht groß und stark genug war, um das Tier zu heben. Und selbst als die Dohle abmühte, bemerkte der Widder davon fast gar nichts. Ganz in der Nähe, das war ein Assassine. Sah der Schäfer den zappelnden Vogel und war äußerst amüsiert. Er rannte herbei, schnappte den Vogel und beschnitt ihm die Flügel. An diesem Abend gab er die Dohle seinen Kindern als Geschenk. Was für ein komischer kleiner Vogelvater. Das war aber nicht Altair, oder? Das ist eine Dohle, sagte der Vater. Aber wenn du ihn selbst fragst, wird er dir sagen, er sei ein Adler.
mehr als 2 Jahre. Du hast es versprochen. Du bist gegangen, als ich dich am nötigsten hatte. Aber du hattest mich. Warum kommst du nicht zur Ruhe? Mach ich dich nicht glücklich? Ich bin so nah, Caroline. Bitte, lass mich das machen. Tust du denn alles nur aus Trotz, Edward? Es ist nicht der Trotz, der mich antreibt, Mary, sondern Mut. Zu welchem Zweck, Mann? Du hast niemanden mehr, den es kümmert. Verflucht soll dir sein. Ich komm schon zurecht. Du Laus! Immer zerstörst du, wenn du etwas aufbauen könntest. Sogar dich selbst, wenn sonst schon nichts ist. Lass mich in Ruhe! Ändere den Kurs, Edward! Ändere deinen Kurs, bevor es zu spät ist! Oh, ich glaube, ich bin wieder nüchtern. Captain Kenway! Hey! Siehst aus wie ein Eimer Pflaumenmus. Gott. Ich habe einen Kater für 10. Auf die Beine! Du machst es mir nicht leicht, Adi. Nachdem du mich mit Roberts allein gelassen hast, sollte ich wütend sein, dich hier zu sehen. Doch eigentlich bin ich ungemein froh. Ich auch, Bruder. Und es wird dich freuen zu hören, dass es deiner Jackdaw gut geht. Sollten wir Segel setzen? Du gehst? Aye, Edward. Ich werde noch woanders gebraucht. Adi, hör doch. Wenn Herz und Verstand bereit sind, besuche die Assassinen. Ich glaube, dann wirst du es verstehen. Aber was soll ich ohne dich machen? Wo dürfen wir hin? Hier hinten. Tulum. Oh, da geht Schnellreise. Wollen wir aber versuchen, die Türme... Wollen wir zum Turm anlegen? Hier, komm. Charlotte. Wir legen uns mal mit Charlotte an. Wir werden nur mal testen, ob wir das schon packen. Oder ob Stufe 3 vielleicht schon zu hoch ist. In See stechen. Bin gespannt. Leesegel heißen, los geht's! Zu schießen, Sir! Feuer! Ich schieße! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Riesenbrecher rollt an von Steuerbord! Nehmt die Rahn auf! Riesenwelle! Backbord! Ausweichmanöver! Feuer! Schwachstelle ist umgeschossen! Schieß! Bereit zum Feuer, Captain! Feuer! Was vernichtet, Captain? Feuer! Monsterwelle von Feuer! 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 Machen Sie vor Wunderschiff! Feuer!
Bastion ist verloren! Fuck. Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Wir gehen ein paar Treffer hier und Sie Feuer! Feuer! Da, Captain! Da sind Sie am Feuer! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! Feuer! Hier und sie bricht. Feuer! Der nächste Treffer reißt uns in die Tiefe, Captain. Stopp auf. Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain. Feuer! Feuer! Riesenbrecher rollt an von Steuerbord. Feuer! Sind bereit, Sir. Feuer! Da, Captain. Da sind sie am empfindlichsten. Feuer! Riesenbrecher rollt an von Steuerbord. Riesenwelle! Ja, wir auch. Glück gehabt. Top! Ram! Marssegel! Monsterwelle von Steuerbord! Leesegel einholen! Riesenbrecher rollt an von Steuerbord! Achtung! Ja. Leck mich doch. Sagen, wie soll ich mal rüberkommen? Mann.
runterfallen. Und auf dich, mein Freund. So. Okay, es ist also möglich, die ganzen Dreier zu holen. Also vermute ich jetzt einfach mal. You require my services. Ganz genau. Brauchen wir eigentlich nicht. Zucker schon wieder voll. Oh, der gute Rum. Naja, war jetzt aber nicht so viel, ne? Excellent. Good day. Wartet kurz. Ich kann euch helfen zu verschwinden. Brauche ich nicht. Habt ihr gut gemacht, Männer. Nehmen wir uns den, oder? Wie gesagt, es war knapp. Aber ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen dumm angestellt wegen den Wellen und dies und das. Wir waren auch sehr nah an dem ganzen Ding dran. Also hoffe ich, dass das hier ein bisschen entspannter läuft. Oh nee, ist klar, so ein Hai. Das war ein Hai, der dachte, er ist ein Delfin. Weiß ich gar nicht, machen Haie sowas wirklich? Mir ist gerade nicht bewusst, dass ein Hai da so aus dem Wasser springt. Vielleicht bei Deep Blue Sea, aber... Wir sind nicht so viele feindliche Schiffe. Box. Was hatte der eben?
menschliches Treibgut auf Kurs. Scheint noch zu leben. Verstärkung, kämpfen und sehen! Sind bereit, Sir! Feuer! Na, nur ein guter Sie versenken! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Feuer! Schießt dahin, Sir! Feuer! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Bereit zu feuern! Bereit zu feuern, Sir! Ich sehe gar nichts mehr. Wusste es, scheiße. Ah, hätte man schaffen können, ne? Aber irgendwie wieder ein bisschen dumm angestellt. Das wird sie versenken! Kanone bereit! Feuer! Die schießen! Schießt dahin, Sir! Feuer! Da, Captain! Eine Salve, genau da rein! Feuer! Wir müssen ausweichen! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Schwer beschädigt! Feuer! Sind bereit, Sir! Feuer! Ist sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Erwarten Befehle! Feuer!
Marssegel fest. Ach du Scheiße. Wie schnell erholen wir uns? Platzierter Schuss! Auf dein Zeichen! Achtung. Sind bereit, Sir! Feuer! Alles in Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Feuer! Das war's. Scheiße. Egal. Versuchen wir nicht weiter. Aber es ist machbar, es ist definitiv machbar. Aber ist ja auch egal. Oh nein, wir wollen nicht nochmal. Nicht jeden fetzen Stoff in den Wind! Warte ich mal Pause, dann kann ich die Folge nämlich einmal beenden. Können wir nämlich Schnellreise machen, oder? Jawohl, machen wir gleich. Freunde, ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Warte, mein Display ist eh gerade weg. Passiert gerade nichts, warte. Gott sei Dank passiert das jetzt und nicht während der Saison. Während der Runde. Macht er nicht? Ah, guck mal, da sind wir wieder, voll auf Sendung. Okay, Freunde, ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Lasst mir was da, passt auf euch auf. Danke fürs Zusehen und dann bis morgen. Ciao, ciao.